Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge Creeper World 3. So, ich habe gerade keine Ahnung, was zur Hölle ich hier eigentlich mache, aber es macht Spaß und das ist doch die Hauptsache. So, ich werde jetzt hier nochmal ein kleines Netzwerk bauen. Erstens, damit wirklich das Netzwerk einfach ein bisschen abgesichert ist. Und zweitens, damit wir auch den Boden, den wir haben, ein bisschen effizienter nutzen für Energie. Mehr Energie! Hier halten wir den Creeper schon ganz gut zurück. Jetzt, glaube ich, schicke ich wirklich mal meine Spraybomber los. Die sollen hier mal vollbomben. Dann können wir hier nämlich vielleicht auch schon eine Kanone noch hinschicken. Ich muss nur gucken, dass ich hier ein Relais bauen kann im Grunde. Oder hier vielleicht eher. Na, mal schauen. Mal schauen, wie es aussieht, wenn die Bomber da waren. Also ich weiß zwar nicht, was die Würfel machen, aber das Problem ist natürlich, wie soll ich da meine Strukturen durchbauen, ne? Weil, ne, ist eh klar. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Aber das kriegen wir schon hin. Irgendwie, hoffentlich. So, gewagt, aber versuchen wir es mal. Wenn das Relais fertig wird und die Kanone landen kann, das sieht gut aus. Die Bomber machen hier echt, leisten hier gute Arbeit. Ja, die Kanone ist gelandet, das ist gut. Der Adler ist im Nest. Charlie Kot Blau. Der Nullifier ist bei Tante Gerta. Oh oh, jetzt fliegen die Bomber heim. Na, das wird jetzt die Kanone alleine nicht schaffen, den Nullifier zu beschützen. Ich baue trotzdem mal hier einen Kollektor hin. Damit es wenigstens die Möglichkeit gibt, aber das wird ein bisschen eng. Ich könnte ein paar Kanonen nachholen. Die hinteren. Haben die Verbindung da oben jetzt? Nein, ist schon zu spät. Aber ist egal, der wurde noch gar nicht gebaut. Ist nichts verloren gegangen oder so. Aber jetzt können wir ein bisschen besser sichern mit den dreien. Das sieht doch wie ein gutes Verteidigungsnest aus, oder? Nullifier! Zweiter Versuch. Nee, das sieht immer noch viel zu gefährlich aus. Bomber. Bitte immer weiter bomben, bis ich euch andere Befehle gebe. Das wäre nett. Irgendwie mag ich den Soundtrack mittlerweile gerne. Also ich fand den schon immer ganz cool, aber ich habe mir immer gedacht, so, naja, sind halt so MIDI-Sounds. Ist ganz nett, aber klingt ein bisschen billig. Aber inzwischen finde ich es nicht mehr. Man merkt halt, dass keine echten Instrumente involviert sind, aber abgesehen davon, vom Composing her und so, ist es eigentlich sehr cool. Ich bin zurzeit privat gerade voll im Fire Emblem Three Houses Fever. Das Spiel ist wirklich richtig gut. Richtig gut. Ich habe das neue Dragon Quest noch nicht gespielt, weil ich da auf den Switch-Release warten wollte und jetzt auch warte. Und da freue ich mich auch schon drauf. Aber ich würde sagen, abgesehen von Persona 5, das auch wirklich genial ist, ist Fire Emblem Three Houses schon mitunter das beste Japano-RPG, das wir in den letzten 10 Jahren so oder mehr bekommen haben. Vielleicht sogar im neuen Jahrtausend. Vielleicht das beste Japano-RPG gleich nach oder vielleicht gemeinsam mit Persona 5, da kann man streiten. Des neuen Jahrtausends, würde ich jetzt mal sagen. Oh, die Bomber fliegen heim. Schaffen die Kanonen den Nullifier zu beschützen? Gleich geht er los. Kablamo. Okay, dann müssen wir nur noch aufräumen. Und dann habe ich ein bisschen Angst vor den Dingern da. Soll ich da mal... Sind das die Dinger, die ich erobern soll? Oder was ist denn das eigentlich? Und soll ich hier Mortar hinbauen? Nee, das macht keinen Sinn. Wir bauen hier entweder einen Bomber, der dann alles super wegbombt, oder einen Straver, der alles super wegstraft. Ich bin mir noch nicht sicher. Jetzt erobern wir erstmal das Zeugs.
Wenn ihr mit Fire Emblem, wenn ihr das grundsätzlich nicht kennt, dann müsst ihr euch das so ein bisschen... Kennt ihr vielleicht Battle Island oder Advance Wars? So rundenbasierende Strategie, wenn man auf einem hohen Schwierigkeitsgrad spielt, auch echt anspruchsvoll, echt auf einem hohen Niveau und sehr unterhaltsam, sehr spaßig, sehr gut auch. Und vor allem natürlich dann auch immer sehr viel Story. Und ich fand den GameCube-Teil und den DS-Teil von dem Spiel, von der Spielreihe schon immer extrem gut. Die gehören wirklich zu meinen super absoluten Top-Lieblingsspielen ever. Die sind wirklich großartig. Und die ganzen DS-Teile, die dann gekommen sind, habe ich großteils auch gespielt. Nicht alle, aber einige. Und fand die ehrlich gesagt nicht so super. Ich fand die immer ganz nett, aber irgendwie fand ich da die Handlung und so... ist nicht an das auf dem GameCube rangekommen, finde ich. Und ich dachte mir immer, vielleicht ist das nur nostalgische Verklärung, keine Ahnung. Vielleicht war das in Wirklichkeit früher auch nicht so gut. Aber jetzt ist eben das Neue rausgekommen. Jetzt ist eben das Three Houses rausgekommen. Und jetzt merke ich wieder, doch, Fire Emblem kann so gut sein, wie ich das in Erinnerung gehabt habe. Es war es nur auf dem DS einfach nicht so ganz. Nicht, dass das schlechte Spiele waren, aber das hat schon nochmal auf ein neues Level gehoben. Und das in so einem mittelalterlichen Setting mit ein bisschen Magie, so muss man sich das vorstellen. Und für das neue Fire Emblem Three Houses muss man sich noch so ein bisschen Harry Potter vorstellen. Eine ordentliche Portion Harry Potter. Wirklich, ist kein Scherz. Also, ganz viel Harry Potter. Dann kommt das ganz gut hin. Und obwohl das eben so ein umfangreiches Japano-RPG ist, mit wirklich ungelogen gut 50 Stunden Spielzeit oder 60, viel mehr, kommt drauf an, wie man spielt, wie ausführlich, aber bis zu 80 Stunden, wenn man will. Ich sag mal, zwischen 40 und 80 ist wahrscheinlich realistisch, gibt's drei komplett verschiedene Pfade von dem Ganzen. Oh, jetzt zickert hier auf einmal das Zeug über. Gibt es drei komplett unterschiedliche Pfade, die sich sehr unterschiedlich spielen. Weil man mit ganz anderen Charakteren zu tun hat und so weiter. Das heißt, theoretisch, wenn man will, kann man es dreimal durchspielen. Ich habe gehört, es gibt sogar noch einen geheimen vierten Pfad. Das heißt, man kann da echt verdammt lang dran spielen, wenn man will. Machen wir jetzt noch Straver. Energie haben wir eigentlich ohne Ende. Und es kommt mir gerade so vor, als wäre das eine gute Idee mit Luftschiffen und so. Das heißt, ich baue hier, glaube ich, mal ein Flugfeld. Ein ordentliches Flugfeld. Nehmen wir gleich 8, oder? Drehen wir mal ein bisschen durch, wie immer. Oh oh, oh oh. Oh oh, Fehlschlag. Stopp! Destroy! So, und jetzt erober ich mal die Dinger da, von denen ich nicht genau weiß, was die eigentlich sind. Ist das eigentlich nur eine Struktur? Ja, das ist okay. Äther. Muss ich auf den Äther irgendwie meine Minen bauen? Ja, genau. Okay, dann mache ich das jetzt mal. Kann ich die Basis auch nochmal bewegen eigentlich? Ja, könnte ich. Die steht hier ein bisschen gefährlich. Die hätte ich jetzt lieber hier gehabt. Ich habe Angst, dass hier dann gleich was über die Mauer sippt, suppt. Aber ich schicke die jetzt trotzdem darüber. Warum denn nicht? Mobility Award. Yes. Warum denn nicht? Dann haben wir hier... kürzere Transportwege. Je nachdem, wo ich gerade baue. So, wo schicke ich denn jetzt meine Kanonen hin? Ich weiß gerade überhaupt nicht. Ich kann die gerade gar nicht so richtig brauchen, ehrlich gesagt, die ganzen Kanonen. Ich bräuchte jetzt Mörser, dass die über die Mauer schießen oder so. Ansonsten keine Ahnung. Sag mal, wischen die Dinger eigentlich immer wieder den Creeper weg? Und versickern dann irgendwo? Ich bin mir nicht sicher, was ich da sehe. Ich bin mir auch nicht sicher, was die Dinger jetzt eigentlich machen. Charge without Forge. Ne, warte mal. Lassen wir das mal, weil ich nicht weiß, was das bedeutet. Ich schätze mal, die sind super wichtig. Jetzt müssen wir hier mal erobern, würde ich sagen. Also, die Bomber hier greifen immer unentwegt
hier an und hindern die Produktion einfach mal. Und unser Superbomber greift immer, ohne nachzufragen, hier an und hindert hier die Produktion. Und unsere 8 Flugzeuge greifen, ohne zu fragen, wieder nach hier an. Und jetzt wird hier eine super Luftschlacht stattfinden. Und währenddessen baue ich hier ein bisschen Kollektornetzwerk auf, oder ein Relais wahrscheinlich eher. Hier mal eine Kanone rüber. Damit die auch ein bisschen was zu tun haben. Damit die nicht langweilig wird. Warum ist denn die Verbindung hier blau? Die ist auch blau. Sind Relaisverbindungen immer blau? Tatsächlich. Faszinierend. Wer hätte das gedacht? Oh, guck mal, mein Anti-Creeper sickert da rein. Wie ist denn das? Wie passiert denn das? Wie ist denn das möglich? Verstehe ich nicht. Aber gut, finde ich gut. Hab nichts dagegen. So, jetzt müssen blöderweise alle gleichzeitig tanken fahren, fast. Aber das wird sich mit der Zeit schon ein bisschen verteilen. Und ich habe jetzt meine Kanonen vor Ort. Wo bleibt sie denn? Mein Gott, die fliegen aber lange. Ich sollte die vielleicht schon mal ein bisschen hier so in die Nähe schicken. Damit die nicht eine Viertelstunde fliegen müssen. Oh, der Superbomber ist super. Der ist genauso schnell geladen, genauso schnell wie die normalen Flugzeuge. Nicht schlecht. So. Super viele Kanonen. Attacke. Warte mal, willst du lieber hier hin vielleicht? Ich baue dir auch noch ein paar Kollektoren, damit du mit Energie versorgt bist. So, das gehört jetzt mir, Creeper. Vergiss es. Kriegst du nicht wieder. Meins. Können wir schon einen Nullifier platzieren? Sogar einen sehr gemütlichen, der relativ sicher sein dürfte. Einen sehr gemütlichen Nullifier. Das ist gut. Schau, jetzt kommen die Flugzeuge schon immer so in kleinen Gruppen. Immer so Zweier- bis Vierergruppen. Also so aufgeteilt, dass immer ein Flugzeug da ist und mithilft. Immer ein, zwei. Das ist gut. Ah, oh, das kommt gefährlich nah, das Zeug. Ganz so gemütlich ist der Nullifier doch nicht positioniert, wie ich dachte. Die müssen schon ganz schön schießen, die Kanonen, dass die dem Herr werden, dem Zeug. Aber es geht schon. Das geht schon. Die schaffen das schon. Hoffentlich. Ja, jetzt gehört er mir. Die Bomber kommen mit dem Aufladen nicht mehr nach, weil wir nicht mehr genug... Ich verstehe schon, die Erzquellen, die produzieren auch das blaue Zeug, aber halt nur weniger davon, ne? Die sind quasi... endlich. So ist es, glaube ich, ne? Weil ihr könnt eigentlich aufhören zu bomben. Oh nein! Warte, stopp! Abbrechen! Abbrechen! Wie schicke ich die denn wieder heim jetzt? Nein, werf doch keine... Nein, Hilfe! Nee, dann kommt doch nochmal hier hin. Okay. Mein Gott!
Seid ihr nervig. Bevor ihr jetzt hier irgendwie was weiß ich was macht, werft hier ein paar Bomben drauf zur Sicherheit. Was weiß denn ich. So, macht Sinn, dass wir hier einen riesen Mörser bauen? Ja, nee. Macht Sinn, dass wir hier einen riesen Nullifier bauen? Ah, schade. Da geht es doch nicht ganz so weit, wie ich gehofft habe. Ja, dann müssen wir fast irgendwie noch eine Bombe, weiß ich nicht, einen Straver bauen vielleicht, wenn es der Saft ausgeht. Der Anti-Creeper-Saft. Aber wir haben noch genug Stromsaft. Und das da drin müssen wir erobern, oder wie? Weil das können wir jetzt schon erobern. Ich weiß nur nicht, was dann passiert. Schauen wir mal. Aber das ist jetzt nur von kurzer Dauer, die Verbindung. Die hält nicht ewig. Also was auch immer passiert, sollte jetzt bitte schnell passieren. Ich schicke den Superbomber. Oh mein Gott, der ist nicht mal halb geladen, der Superbomber. Den schicke ich auch mal hier hin. Oh nein, ich kann nicht mehr. Ich verdrück mich dauernd. Ah, ja, jetzt passiert was. Jetzt passiert irgendwas. Verteidigt das Ding mal bitte. Weil ich weiß nicht genau, was jetzt passiert. Aber irgendwas passiert. Die Dinger werden mit Äther versorgt und das Ding pustet das Zeug dahin. Und da steht jetzt 200 irgendwas. Und jetzt kann ich hier Upgrades mir aussuchen, oder wie? Ich muss mal pausieren. Ich muss mal pausieren und mir das ansehen. Was ist denn das hier? Tech Upgrades. Energy Storage. ACC Storage, Packet Speed. Ach, das ist mit Packet Speed gedacht. Die Paketgeschwindigkeit, wie schnell die verschickt werden über. Ja, ich verstehe. Energieeffizienz. Klingt wichtig. Und die Feuerrate, das klingt auch gut. Ich glaube, ich nehme mal Feuerrate, Energieeffizienz, mehr Feuerrate und mehr Energieeffizienz. So machen wir das jetzt mal. Jetzt haben wir mehr Feuerrate und mehr Energieeffizienz. Das klingt doch gut, oder? Die Frage ist, heißt es wirklich nur Energieeffizienz oder ist auch unser Schleim sparsamer? Das weiß man nicht. Das ist quasi meine Forschungsstation jetzt hier. Okay, na gut. Warum nicht? So, hier können wir jetzt tatsächlich endlich mal meinen geliebten Mörser brauchen. Ich dachte schon, den bauen wir gar nicht mehr in der Map hier. Aber das macht schon Sinn, dass der da ein bisschen rüber bombardiert. Aber ob der was wird? Genau, ich hätte ihn eher hier hinbauen müssen. Oh oh, Flugzeuge, jetzt beeilt euch mal ein bisschen. Was ist eigentlich mit meinem Superflugzeug? Hat das keine Verbindung? Nee, ich dachte, das da, das Kraggelige hier, ist eine Verbindung. Aber Quatsch, das ist... diese Creeper-Transport-Kabel-Dinger sind das. So, wie wäre es, wenn ich einfach mal eine Kanone reinhole oder zwei? Das wird wahrscheinlich auch schon helfen. Oh, ist schon fertig. Das Ding. Cool. Das ging schneller, als ich dachte. Kann ich eigentlich Gruppen machen, wie beim Command & Conquer Steuerung 1 oder so? Na, mit Steuerung 1 geht es zumindest leider nicht. Also wenn es geht, weiß ich nicht wie. Mehr Paketgeschwindigkeit. Noch mehr. Noch mehr. Und... warte... warte. Noch mehr. Super Paketgeschwindigkeit. Wow, das ist ja echt eine gute Paketgeschwindigkeit.
Na gut, Leute, mit der Paketgeschwindigkeit würde ich sagen, werden wir dann beim nächsten Mal die Map hier beenden. Ich glaube, wir haben es im Griff. Ich weiß noch nicht genau, was uns da drin erwartet und wie wir da genau reinkommen, aber es wird cool. Bestimmt. Macht's gut, bis dann. Ciao.